Hotbox zur Dellenbeseitigung vorstellen. Wir befinden uns momentan zu diesem Zweck in Stuttgart. Haben hier als Demonstrationsobjekt ein Auto mit einem typischen Hagelschaden, für den dieses Gerät optimal geeignet ist. Dazu schalten wir das Gerät selbstverständlich an. Sie stellen fest, dass dieses Gerät jetzt einen konstanten Piepton von sich gibt. Sollte Sie dieser Piepton stören, dann können wir das dadurch vermeiden, indem wir das Gerät wieder ausschalten und wir stellen hier die maximale Zeit von 4 Sekunden ein. Wenn wir das Gerät jetzt wieder einschalten, ist der konstante Piepton nicht mehr da. Gut. So, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben die Leistung des Geräts auf 80% eingestellt. Auch um zu vermeiden, dass der Lack zu schnell verbrennt. Wenn das Problem ist, wenn man das Gerät auf 100% eingestellt hat, besteht die Gefahr, dass der Lack ziemlich schnell verbrennt. Also Sie können schon sehen, die kleineren Dellen, die werden schon bei der ersten Behandlung direkt beseitigt. Jetzt demonstrieren wir Ihnen, wie effektiv dieses Gerät ist, nachdem ein Schulungsteilnehmer mit einem Elektrohammer die Beule nicht ganz korrekt ausgebeult hat. Und das versuchen wir jetzt mit dem Induktionsgerät zu bereinigen. Ja, sieht gut aus. Sie sehen, wir haben ein Top-Ergebnis. Es ist von der Delle nichts mehr zu sehen. Ja. Also wir machen jetzt einfach bei der Dellenbeseitigung weiter, bei den Dellen, die wir bis jetzt noch nicht behandelt haben. Okay, wunderbar. Also die Delle haben wir beseitigt. Jetzt kommen wir zur nächsten. Ja, auch hier sehen Sie schnell und effektiv ist die Delle weg. Okay, dann kommen wir zur nächsten Delle. Wichtig ist immer darauf zu achten, dass der Lack nicht verbrennt. Das heißt, Sie dürfen das Gerät niemals zu lang benutzen, ohne es abzusetzen. Okay, fertig. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Delle.
Also wir haben jetzt diese Delle erst zunächst mal seitlich vorgezogen, warten jetzt, bis sich die Delle abkühlt bzw. der Lack, und danach machen wir dann die Schlussbehandlung, indem wir den Induktionskopf mittig ansetzen, ja, und die Delle dann endgültig rausziehen. Ich löse nur Probleme mit der Sperre. Ja. Wir machen das. Okay. Wir lassen die jetzt noch mal ein bisschen abkühlen und machen dann später den Rest. Ja, das ist ja jetzt auch. Die ist ja schon fast fertig. Okay, also die Delle ist schon fast komplett beseitigt, da machen wir jetzt einfach noch das Finish. Die ist ja schon fertig. Nee, die Delle ist schon beseitigt, genau. Hier ist noch nicht viel mehr. Gut, da müssen wir jetzt auch noch mal kurz drüber. Fertig. Gut, die ziehen wir jetzt auch noch mittig vollends raus. Genau. So, und jetzt eben, wie gesagt, bei den ursprünglich größeren Dellen, da müssen wir eben mehrmals die behandeln. Aber Sie sehen ja, dass es trotzdem alles innerhalb kürzester Zeit funktioniert. Ja. So, okay, also wie Sie sehen können, haben wir jetzt innerhalb kürzester Zeit, das heißt ein paar Minuten, den Hagelschaden fast komplett beseitigen können. Ja, wir sehen hier, sind noch extrem kleine Dellen zurückgeblieben. Wir versuchen die jetzt auch noch zu beseitigen, genau. Gut, die verbliebenen kleinen Dellen können wir jetzt problemlos mit einem Druckeisen beseitigen zum Schluss. Thank you.
Okay, also wie Sie sehen können, war es uns als Laien auch möglich, den Hagelschaden innerhalb kürzester Zeit effektiv und eigentlich problemlos zu beseitigen mit Hilfe dieses Geräts. Ja.